Ja, du bist wahrscheinlich um 8:35 Uhr dort angekommen in Stilfs. Dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt. Ich musste mich ja warm anziehen, war ja noch recht frisch. Mhm. Langfingerhandschuhe, Beinlinge angezogen, Windjacke über, Mütze unterm Helm und dann losgefahren. Ab Ortsausgangsschild Sulden, also kurz hinter Touristinfo, habe ich dann die Kamera angemacht. Die Kamera, die ich am Lenker montiert hatte. Und bin dann runtergefahren, 1, 2, 3 im Sauseschritt bis nach Stilfserbrücke runter. steile Abfahrten, mitunter nach Stilfserbrücke, das war, glaube ich, einmal 73 Kilometer pro Stunde. Und ja, aber ich habe da nicht alles rausgelassen, also man hätte schneller fahren können. Ne? Mir ging es erstmal darum zu sehen, wie die Strecke ist. Kamera die ganze Zeit mitlaufen lassen und bis zum Wendepunkt unteres Ortseingangsschild in Stilfserbrücke. Da habe ich kehrt gemacht. Da habe ich dann die Kamera ausgestellt. Bin also wieder die 100 Höhenmeter oder was das sind hochgefahren nach Gomagoi bis zum Abzweig Stilfser Joch.